Ah, grüße Gott alle miteinander. Ich weiß nicht, ob mich jemand kennt. Ich bin auf Facebook unter Michael Capitan, habe zwei Webseiten, www.oehe, Plattform Bürger für Bürger, und dann habe ich noch die Bürgerrechtler. Ich habe vor 20 Jahren eine Partei gegründet, bin ein Insider eigentlich im politischen Wesen in Österreich und allgemein und habe da schon festgestellt, dass es äußerst schwierig ist, gegen Machtstrukturen, die einfach gegeben sind, etwas zu unternehmen. Das erste ist, dass durch den Knebelvertrag, ich habe letztes Mal über den Knebelvertrag von Lissabon gesprochen, ja man nichts mehr verhindern kann. Die Abgeordneten wurden entmündigt und ihr Stimmrecht wurde ihnen genommen. So wie das Europäische Parlament haben sie keine Stimmgewalt mehr. Also verstehe ich auch nicht, warum sich jede 4 oder 5 Jahre Menschen oder politische Organisationen sich für ein Amt im Parlament bewirbt, wo man nichts mehr verhindern kann. Es ist nur beschränkt auf die Stimmgewalt, ist nur beschränkt auf Bundeskanzler, Außenminister und sonst ist das alles nur mehr Show. Deshalb bringen mich keine 100 Pferde noch 1000 oder Millionen Euro in dieses Gebäude, wenn ich weiß, man kann nichts mehr verändern. Nun stellt sich aber die Frage, ob man durch Wahlen dann dadurch noch was verändern kann. Wieso bewerben sich Parteien und Leute noch für dieses Amt im Parlament, wenn man nichts mehr verändert? Ist wahrscheinlich eine reine Geldfrage. Statt Entpolitisierung kommen immer noch mehr Parteien und naschen an diesen Futtertrog mit. Wieso ist das eigentlich entstanden? Da muss man weit zurückgehen. Es ist aus historisch gewachsenen Traditionen und Parteien entstanden nach dem Krieg. Und diese Parteien haben die Unabhängigkeit dieser Menschen immer mehr beschränkt. Ein einziger Politiker unterstützt eine ganze Sippe. Seine Familie, Bekannte, Freunde, Vereine und Institutionen und ernährt damit einen ganzen Rattenschwanz. Und wegen diesem System kann sie nichts verändern. Die besonders im ländlichen Raum sind die Menschen, besonders die jungen Menschen, in die Abhängigkeit der Lokalpolitiker geraten. Somit ist eine Veränderung nur über Protest auf der Straße und nicht mehr über die Wahlurne möglich. Wir müssen uns endgültig wehren und mehr Menschen auf die Straße bringen. Und ich verstehe bis heute nicht, warum es keine Friedensdemonstration täglich gibt für den Krieg oder gegen den Krieg in der Ukraine, der sich jederzeit ausweiten kann und auf unser Land beeinflussen kann. Ich will noch eines sagen, der Lissaboner Vertrag ist ein Kriegsvertrag und nach diesen Normen leben diese Menschen hier in diesem Parlament. Er verpflichtet zur Aufrüstung und zu Kriegen ohne NATO-Genehmigung. Das zweite ist, wo ich mich an Sie wenden möchte, ist über die Hetzjagd auf Putin und die falschen Berichterstattungen der Medien.
Wieso ist es möglich, dass bei uns die Journalisten und die Medien, ich habe da einmal einen Artikel geschrieben, an den Händen der Schreibtischtäter klebt das Blut von Millionen Opfern. Nach dem System wie vor 100 Jahren geht man da wieder vor. Nur bekommen die Menschen doch trotz Medien und bekommen sie das eigentlich gar nicht mit, um was es hier geht. Putin wird gejagt und gehetzt, weil er mit der BRICS eine Währungsgemeinschaft gegründet hat. Das ist der einzige Grund. Er möchte das Ende der Bevormundung der IWF, der Weltbank, der Währungsfonds und so weiter, der Ratingagenturen. Und dies auch will auch sich nicht der föderalistischen Reservebank, die größte Gaunerbank, sich beugen und ist eigentlich, macht das Gleiche und ist auf den Spuren von John F. Kennedy, weil der das Monopol der Federation Reserve Bank stoppen wollte und dadurch im Auftrag von der Federal Reserve Bank ermordet wurde. Also die eigenen Leute bringen sich schon um. Das ist ein System, ein typisches amerikanisches System. Was man nicht versteht, ist, dass die EU-Führung weiter dieses perfide Spiel der USA, welche Nationen in den Ruin treibt, wie Argentinien oder Frankreich, weiter unterstützt. Argentinien durch Finanzsysteme, amerikanische Hedgefonds und Frankreich, wenn sie sich nicht an die Sanktionen von Amerika hält. Zu dem Krieg in der Ukraine muss man einmal unterscheiden, wer ist der Aggressor und wer ist der Verteidiger. Der Krieg in der Ukraine ist mit US- und EU-Unterstützung angezettelt worden, und zwar auf dem Medaillenplatz als ein Demonstrantenblock mit Unterstützung der EU und mit der US-Unterstützung auf Demonstranten, friedliche Demonstranten geschossen hat und dadurch Jankowitsch alles in die Schuhe geschoben hat. Zum Absturz der MH17. Ich habe jetzt die letzte Meldung war, dass ein ukrainischer Pilot mit seinem Flugzeug, mit der Bordmaschine, mit einem MG anscheinend, dieses Flugzeug getroffen hat und zum Absturz gebracht hat. Eines ist ganz sicher, dass der Absturz auf alle Fälle auf ewig ungeklärt werden wird und immer eine Schuldzuweisung auf Russland bestehen bleibt. Es ist einfach lächerlich, wenn zwei Parteien streiten oder einen Konflikt austragen, dass man nur eine Partei zur Rechenschaft zieht. Man müsste ja beide zur Rechenschaft ziehen. Eine einseitige Verschuldung von einem Land oder Mann ist ja unmöglich und ist grenzt ja ans Lächerliche und ist undemokratisch. Moment bitte. Jetzt komme ich zu einem mehr philosophischen Aspekt, der Sinn eines jeden einzelnen Menschen. Ich persönlich habe erlebt, und ich mache es auch seit 20 Jahren, der Sinn eines jeden Menschen ist es, für Wahrheit, Frieden und Freiheit zu leben. Deshalb sind meine Idole als Christ und Katholik sowieso an erster Stelle Jesus von Nazareth, Mahatma Gandhi und John F. Kennedy. Es ist außerdem eine Bürgerpflicht, was man so leicht vergisst, sich für Freiheit und Bevormundung einzusetzen.
Was ist die Ursache, dass sich heute fast niemand für diese Ideale einsetzt? Es ist politische Unwissenheit und gesteuerte Manipulation der Medien. Dazu kommt noch der gänzliche Verlust von Wahrheitsliebe und Gerechtigkeitssinn. Das beharrliche Festhalten an der Wahrheit und Gewaltlosigkeit und Selbstbestimmung hat Mahatma Gandhi vorgeführt. Er hat auch über die drei Übeln gesprochen der Menschheit. Und das Wichtigste ist Reichtum, Reichtum ohne Arbeit, Handel ohne Moral und Wissenschaft ohne Menschlichkeit. Mit seinem Salzmarsch hat er auch das Salzmonopol der Engländer gebrochen. Wie Kennedy und Putin wollte er ein Monopol brechen. Besonders das Verhalten, nicht hier, aber im Allgemeinen, bei den meisten von uns, ist nicht nachvollziehbar, da man sich mit dieser aussichtslosen Lage anscheinend abgefunden hat. Der Jugend droht aber Enteignung, Armut, Verelendung. Es kommt zu einer Enteignung, wenn man die Kosten von Haus und Hof oder Wohnung nicht mehr bezahlen kann. In der jüngeren Geschichte hat es so etwas noch nie gegeben, dass sich Arbeiterschaft und Studenten, außer hier Anwesende, sich nicht für Ungerechtigkeit, also gegen Ungerechtigkeit und Unrecht eingesetzt haben. Besonders die Kriegshetze gegen Russland durch die US-Regierung und der EU. Die US-Mächte halten die Welt gefangen. Die USA muss endlich ihre Macht mit allen anderen Ländern gerecht teilen. Es geht einfach nicht, dass ein einziges Land über die gesamte Menschheit bestimmt. Es bringt nur eine totale Entpolitisierung, eine wirksame Veränderung. Die Politik hat nur Kriege und Not über die Menschheit gebracht. Die Wahrheit wandert alleine. Ich habe die Wahrheit begleitet und an dieser Wanderschaft teilgenommen. Nach Christian Morgenstern, die zur Wahrheit wandern, wandern alleine. Wenn ich nur einen einzigen Menschen zum Nachdenken angeregt habe, so habe ich nicht umsonst gelebt. Ein Leben in Frieden und Eintracht ist nur möglich durch politische Wahrheit und Aufrichtigkeit. Die politische Lüge bringt im Extremfall nur Krieg, Verderben und Umso mehr Menschen sich an dieser Wanderschaft beteiligen, umso mehr wird ein Leben in Freiheit und Frieden ermöglicht. In jedem Menschen wohnt ein Funken von Göttlichkeit, Spiritualität. Es liegt an jedem Einzelnen, diesen Funken zu erwecken. Und ihr werdet wahre Wunder erleben. Ich möchte mich nur kurz ein bisschen künstlerisch vorstellen. Ich habe auch als Dichter und Poet und als Sänger gearbeitet und nur 3 Minuten einen kurzen Ausschnitt. Ich beginne halt mit meinem Lieblingslied, das Liebeslied von Baden, der Gottvater. Speak softly, love, and hold me warm against your heart. I feel your hurt attend the trembling moment star. There in your world I own. Sharing I love that all with you have evermore. Won't come a day
Oh, by the sun, die Velvet Nights, wenn wir waren. Speak softly, love, and hold me warm against your heart. The love we make will live until we are die. You are my world, and I go. You came into my world so softly, love. Meine Stimme hat schon ein bisschen gelitten. Ich bin schon über 60. Und ein Gedicht von mir ganz kurz. Das Schiff. Auf und nieder wiegt der Bug. In der Ferne liegt ein Hafen. Steigt empor aus finsterer Glut. Und die Stimmen führen es vorwärts. Nagen und zehren an den Leck. Wird es stranden, wird es landen, wird es sinken. Durch ein Leck. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.